wieder auch noch die Gedichte vertont werden und zu Lieder gemacht, hat man dann auch noch ein größeres Publikum. Seinen jüdischen Glauben hat er immer wieder einfließen lassen in seine Lieder, so in dieses auch. Da geht es um König David, der beim Bade die schöne Bathseba sieht, verliebt sich in sie unsterblich, aber um sie zu bekommen, da muss er seinen getreuen Feldherrn Urias in den Tod schicken. Dann geht es um die schöne Dalila, die um das Rätsel der übernatürlichen Kraft von Samson weiß und es an seine Häscher verrät. Ja, Halleluja. Secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major blue. The baffled king composing. I didn't.